Jo, willkommen zurück. Ich bin wieder da und jetzt schauen wir mal, was wir noch machen können. Der Bewegungsgrad von den ganzen Einheiten ist ja ziemlich gering. Und irgendwie, ja, ist irgendwie ziemlich schwer, weil ich gar nicht weiß, wie ich das jetzt hier hinkriegen soll. Auf jeden Fall brauchen wir hier öffentliche Ordnung dringend. Und wir können mit denen gar nicht mehr laufen, ey, das ist echt scheiße. So, ich würde die jetzt hier noch voll packen mit Einheiten. Habt ihr noch weitere Befehle? Seid ihr bereit, Rom zu dienen? Und hier unten die, ich weiß nicht, schreibt euch ein, sind demnächst voll. Muss ich auf jeden Fall ein oder zwei Einheiten sogar mit rübernehmen. Weil so kann es ja echt nicht weitergehen hier. Ja, da können wir sie immer noch nicht erwischen. Da sind jetzt plötzlich zwei Armeen draus geworden. So, die soll hier rüber. Und die soll auch hier rüber. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal mehr Armeen hier drüben. Aber die bewegt sich auch mal gar nicht, die Armee, oder? Da die Flotte. Die soll nämlich eigentlich darüber. Aber sie macht halt irgendwie nichts. Man kann es mal versuchen. Naja, ist halt so. Ausbauen, das bringt auch gar nicht arg viel irgendwie. Naja. Dann teilen wir dem mal noch hier was zu und dann wenden wir mal die Runde. Ich hoffe einfach nur, dass wir das noch zügig hier hinbekommen, ohne dass wir hier wieder zig Siedlungen verlieren. Das ist nämlich sowas von nervig. Ja, und hier schon wieder. Sag mal. Sowas gibt's einfach nicht. Wie drei Armeen plötzlich so overpowered auftreten können. Ausgerechnet da, wo ich am wenigsten Soldaten habe. Das ist sowas von unlogisch. Hier und schon wieder. Und da nehmen die jetzt einen Teil nach dem anderen ein. Das ist nicht normal. Oh, es ist unglaublich.
Wegen irgendwelchen solchen dreckigen Rebellen, ey. Wenigstens hier kann ich mal gescheit verteidigen. Wenn es wenigstens mal überall so wäre. Ist ja nicht so, dass ich Geldmangel oder so hätte. Ja, Rebellion ausgebrochen, direkt eingenommen. Sowas finde ich ja immer ganz klasse. Dann kann man auch richtig toll reagieren. Was kann ich jetzt schon groß machen hier? Ich kann jetzt hier runter Petra angreifen. Auch besetzen. Ich erwarte eure Befehle. So, dann wieder hier das neue Zeugs reinhauen. Dann würde ich hier mal wieder auf Standardstellung machen und hier runter gerade gehen. Die müssen doch jetzt hier endlich mal landen können. So. Ich erwarte eure Befehle. Zu eurem Dienst. Wohin jetzt? Ich würde ja nahezu den Kartlern gehen. Und wie die einfach wieder hier alles eingenommen haben. Assi. Vor allem frage ich mich, wo meine ganzen Truppen jetzt hin sind. Richtiger Scheiß, ey. Nee, also mit der Armee muss ich auf jeden Fall wieder zurück. Wie sieht's hier aus mit der Flotte? Kann ja wohl noch eine Flotte aufstellen. Das ist vielleicht die Rettung. Ich meine, Geld haben wir überall genug. Ich baue mir jetzt einfach noch Flotten, die so diese Küstenteile sichern. Jetzt gibt es wieder keine Kandidaten. Ich bin der Held. Mein Schwert gehört euch. So was, was gibt's nicht, ey. Sowas ist echt nicht normal. Ich erwarte eure Befehle. Katzenkacke, so. Die können wir auch mit Gewaltmarsch da hochschicken. Hilft eben nix. Die. Ja, was machen wir mit denen? Keine Ahnung, was die Kolchis da machen. Wiederkauern vor der Macht.
Wir müssten da jetzt auf jeden Fall schnellstens zurück. Sondern wir hatten hier so viele Armeen und jetzt sind die alle weg, oder wie? Flotte meldet sich. Das ist echt Quatsch. Ich erwarte, das Schiff kann sich nicht dorthin bewegen. Euren Diensten. Es ist eine Ehre. Reit zum Kampf. Dauert da noch zwei Runden. Dann würde ich jetzt hier mit Gewaltmarsch. Meine Armee mal rüber befehlen. Einmal abbrechen und hier rein in die Provinz. Das Leben eines Soldaten, es ist ein gutes Leben. So, kann ich noch was ausbauen hier? Ja, kann ich, aber bringt da jetzt nicht viel. Hier können wir noch eine Menge verbessern. Dann läuft es doch alles wieder rund. Aber hier unten, da läuft einfach sowas von null rund. Das ist sowas von schwierig hier. Naja, dann wieder Runde beenden. Ja, die Runde dauert wieder ewig hier. Die planen echt. Wir bitten demütig um eine einzige bescheidene Spende. Nein! Ich brauche eure Siedlung oder sonst irgendwas. Klientelkönigtum. Nicht hier kommen die ganzen Penner an. So. Einmal runterkommen. Und jetzt mal ein bisschen besser an die Sache rangehen wollen. Die Tierstürmer-Rebellion in Yathrib. Ja, die kommen da ständig hin. Das ist der Kack. Und wenn ich da weggehe, dann sind wir dabei wieder mal minus 11. Wir werden diese Siedlung im Namen Roms einnehmen! Unterwerfen, soll jetzt unterwerfen wir das ganze Ding mal. Gehen da wieder zurück, bis da die Ordnung hergestellt ist. Greifen hier. Ich könnte hier mal Hekra angreifen, was sind das eigentlich für Lappen? Wem habe ich denn da alles Krieg? Ey, Armenien nicht. Axum. Ja, das macht nichts. Das macht auch nichts. Kartlea, die muss ich bekämpfen. Die Tür steht euch offen. Doch wenn ihr über den Hof. Habe. Mann. Dann habe ich ja gar nicht mit so vielen Krieg.
Ich habe da ja gerade eine ganz ausgefuchste Idee. Lasst mal zum Beispiel diese Kartlier hier. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Den machen wir ein Friedensabkommen. Mögen euch die Götter viel Freude. Wir den Klientelkönigtum mit Zahlungen viel Freude anbieten, bieten wir dem mal 95.000 an. Trotz eurer gewandten Fürsprache, mein lieber Freund, kann ich diesen Bedingungen nicht zustimmen. Warum nicht? Hallo, die würden hier sowas von viel Geld bekommen. Meine Bitte ist so bescheiden, so belanglos. Eine unkluge, ja sogar törichte Entscheidung. Aber wir respektieren eure gedankliche Unabhängigkeit. Naja, jetzt haben wir da jedenfalls erstmal Ruhe und haben die sozusagen auf Frieden gestellt. Dann greifen die mich hier nicht noch mehr an. Wir hungern nach einem. Solange kann ich ja praktisch meine Männerinstellung bringen. Ich erwarte weitere Befehle. So, dann kann ich mir so lange hinten nämlich Siedlungen einverleiben. Und, da oben. Bereit zum Kampf. Dann marschiere ich mal noch da hoch. Es ist halt alles ein bisschen schwierig hier. Das ist Fakt. Zu euren Diensten. Genau, ich kann mich ja erstmal hier um Endessa und den ganzen Quark kümmern. Macht das jetzt plötzlich Persien oder was? Na, dann gehen wir halt hier so außen rum. Jetzt habe ich nämlich mal einen Plan. Und zwar erst mir hier so Ägypten den ganzen Quark hier unten einverleiben. Und dann kümmern wir uns um da oben diese Chica, irgendwas, Chilen, Lirum, Larum, wie auch immer die heißen. Naja, irgendjemand braucht jetzt noch eine Fähigkeit hier zugeteilt. Kriegt er. So. Schaut euch mal an, wie groß unser Reich ist, und das reicht immer noch nicht für die Kampagne. Das ist schon heftig, ey. Oh, das war wieder klar hier. Wie die einfach immer mit Fullstick-Armeen hier rumlaufen, ey. Echt nicht normal. Es gibt auch Rebellen und so weiter und so fort. Das ist echt
Meine Güte, was ist das? Haut ab! Zurück! Unsere Reise ist beendet! Ist doch nicht normal, wie viele Armeen die haben. Und dann auch, vor allem, die haben ja gar nicht so viele Provinzen und Siedlungen, dass sie so viel Geld bekommen würden. Mann. Ja. Jetzt greifen wir mal Hekra noch an hier. Wir hungern nach einer Schlacht. Erwarte eure Befehle. Und jetzt bekommen wir unten noch Besuch. Wir hungern nach einer Schlacht. Wir werden niederkauern vor der Macht. Wir hungern nach einer Schlacht. Kolchi sind hier unterwegs. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Siedlung wird belagert. Na, wenigstens ein knapper Sieg hier. Und wenn wir unsere Katapultarmeen haben, wird das auch nochmal richtig lustig hier. Aber das dauert halt noch. Nehmen wir uns wie viel? Aktuelle Anzahl haben wir 121. Eure Befehle? Ich glaub's nicht. Überall diese verkackten Armeen von denen. Ich erwarte eure Befehle. Wir hungern nach einer Schlacht. So. Erstmal kriegen die hier noch die neue Rüstung. Hier kommt man echt nicht mehr hinterher, ey. So. Jetzt holen wir mal unsere Siedlung hier wieder zurück. Das finde ich jetzt echt mies. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Vor allem, wie die sich einfach fortbewegen. Die können hier lang und da lang und ich muss immer hinterher und kriegst sie dann nicht gefangen. Echt nicht schön sowas. So schicke ich mal die Flotte darüber.
Da würde ich auch einfach mal an Land gehen. Ach ja, das ist echt krass. So, wir hatten doch jetzt irgendwo eine Armee hier oben. Genau. Können wir jetzt auch erstmal alles so ausbauen. Und der wollte ja noch hier hoch. Ja, und hier können wir jetzt auch weiter vorrücken. Frage ist nur, wohin? Hier ist eine Stadt, da ist eine Stadt. Würde ich mal hier runter gehen. Alle grau, alle schon bewegt. Eine richtige Flotte hier. Warum? Die haben so krasse, fette Armeen, das ist unglaublich. Kann man eigentlich gar nicht gegen ankämpfen. So, wir müssen jetzt eigentlich hier nochmal uns um die Elendsviertel kümmern. Die habe ich immer abgerissen, verpennt dann was auszubauen. Ah doch, da haben wir was gemacht. Hier nicht. Na gut. Dann noch kurz hier die Erfahrung, wo ist er hin? Ganz der letzte hier. So. Das wird ja echt immer krasser hier, wie die ihre Armeen rumrennen haben. Und vor allem genau immer diese Aktionen hier, dass sich sowas überhaupt geht, ey. Das ist... Naja. Gleich sind die endlich mal weg. So wird's aussehen. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Part wieder. Weil die Zeit ja schon wieder fortgeschritten ist, aber naja. Jo, bis gleich.